Hallo, ich bin Ulrich und es geht um den Konrad Adventskalender für Arduino und da machen wir jetzt das 13. Türchen auf. 13. Da ist drin ein 220 Ohm Widerstand. Dieser Widerstand wird erst in den nächsten Tagen benötigt. Würfel mit realistischem Würfeleffekt. Da ändert sich jetzt wahrscheinlich, also den Widerstand von heute können wir in diese Schaltung packen. Wenn ich mir das jetzt angucke, bis minus 10, das bleibt, der bleibt auf 3, der bleibt auf A5. Da bleibt alles so, wie es ist. Snap for Arduino. Importieren Tag 13. Ja, jetzt geht das wieder los. Wenn die hier blinkt, blinkt auch immer die blaue, weil sie auf Punkt 13 geschaltet ist. Ja, so, dann starten wir das Programm. Und wenn wir den jetzt hier anfassen. Also der Würfel bleibt nicht immer sofort liegen. Ja, das soll realistischer sein. Dieses Programm ist mehr oder weniger selbsterklärend. Nicht wirklich echte Zufallszahlen sind das nicht. Um echte Zufallszahlen zu ermitteln, braucht man ein Rauschen. Nachdem das ja bei Tag 12 so elendig lange mit dem Aufbau gedauert hat, ging das ja mal schnell. In diesem Sinne sage ich Tschüss. Als nächstes kommt Tag 14, LED mit Potentiometer dimmen. Bis dann.